Genau, also wir haben das ja seit tatsächlich über einem Jahr geplant. Der Begriff kommt ja eigentlich aus dem globalen Süden, Shrinking Spaces. Und der wird einfach hier in Deutschland noch nicht so oft verwendet oder eigentlich auf die Problematik hier angewendet. Und was wir eigentlich wollen, ist, dass anerkannt wird, dass es strukturellen Rassismus gibt, dass es Rassismus gibt überall und dass wir als Zivilgesellschaft was dagegen tun müssen und dass wir uns dagegen auch. Und ich glaube, wir müssen andere Wege finden, politisch zu handeln, sowohl auf der transnationalen als auch auf der sehr lokalen Ebene. Und dafür muss die Zivilgesellschaft überall in Europa und auf der ganzen Welt mobilisiert werden. Wir freuen uns heute, hier mit dem Allerweltshaus Köln zusammen eine Veranstaltung entwickelt zu haben. Dafür haben wir halt 8 Gäste eingeladen aus Berlin, London, aber auch hier aus Köln, wo wir wissen, das sind gute Stimmen, die unterschiedliche Perspektiven abdecken auf dieses Phänomen, dass die Zivilgesellschaft nun mal extrem unter Druck steht und uns auch Wege aufzeigen können, wie die Zivilgesellschaft auch aus dieser Sackgasse wieder rauskommen kann. Das hier ist sozusagen unsere Abschlussveranstaltung und wie ihr vielleicht ja auch wisst, ist es ja so, dass wir vom Allerweltshaus wahrscheinlich in einem Jahr die Koffer packen müssen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema neuer Raum und wenn man darüber hinausschaut, dann merkt man auch, andere Menschen sind mit diesem Thema beschäftigt und das Thema ist Shrinking Spaces. Also haben wir gesagt, wir wollen das Thema anschauen und werden heute ja die verschiedenen Seiten von Shrinking Spaces kennenlernen, aber vor allen Dingen auch Reclaiming Spaces, also wie können wir uns die Räume auch wiedererobern. Wir sind ein Wohn- und Kultur- und Bildungsprojekt. Wir haben ein sehr altes Haus gekauft und das ist ein Beispiel für ein Reclaimed Space, also ein Ort, der zurückgenommen wurde. Ich bin hier als Speaker. Ich werde nachher auf der Bühne ein bisschen darüber sprechen, was wir bei FICO machen und zum Thema Shrinking Spaces, was wir dazu schon im weitesten Sinne gemacht haben. Ich bin heute Morgen im Zug aus London angekommen. Ich schreibe da meine Doktorarbeit zum Thema transnationaler Aktivismus in Europa, vor allem die Frage der transnationalen Handlungsfähigkeit. Und ich möchte aber auch einige Beispiele teilen, die wir einfach teilen müssen und heraustragen müssen, auch in andere Orte. Und deswegen bin ich heute nach Köln gekommen. Ich wurde heute eingeladen, damit das Thema Shrinking Spaces in Mexiko hier erzähle. So, was passiert in Mexiko mit Journalisten und Menschenrechtsaktivisten? Ich freue mich auf eine ganz breite, muntere, lebendige Debatte, sodass wir in unseren Überlegungen weiterkommen und neue Perspektiven zusammen erarbeiten. Also was mich am meisten umtreibt, ist eigentlich die Frage, was für Strategien können wir irgendwie gemeinsam entwickeln, um uns gegenseitig zu unterstützen als zivile gesellschaftliche Akteure, die vielleicht zu ganz unterschiedlichen Themen arbeiten. Die Zutaten fürs Machen sind eine wohlwollende Haltung gegenüber anderen Menschen, gegenüber uns selbst, weil wir werden natürlich Fehler machen. Wir werden nicht alles perfekt können. Wenn alles perfekt wäre, bräuchten wir ja nichts tun. Genau, die Hoffnung ist, eine Gesellschaft zu erschaffen, in der wir uns alle sicher fühlen können, in der wir zu Hause sein wollen, dass wir auf jeden Fall über nationalstaatliche Grenzen hinausdenken, wenn auch das Leben in Deutschland halt ein krasses Privileg ist. Demokratie fällt nicht vom Himmel. Demokratie ist das, was wir daraus machen. Gehört jeden Tag neu erkämpft, verteidigt, neu entwickelt. Und in dem Sinn gehe ich durch mein Leben. Die Veranstaltung ist sehr interessant, bringt ganz viele so verschiedene Perspektiven zusammen, die irgendwie zeigen, dass viele von den Themen überall auf der Welt sozusagen relevant sind. Das ist egal für welches Thema, aber es ist wichtig, sich zu engagieren. So, wir sind alle von der Politik betroffen und wir sollten nicht weg davon bleiben. Natürlich bewegt mich die Frage vor allen Dingen, weil das ist ein Merkmal schon auch der letzten Jahre, dass wir feststellen, dass Räume, zivilgesellschaftliche Räume, insbesondere auch von rechts beschossen werden. Sicherlich ein Symptom der Gesamtsituation irgendwie auf dieser Welt. Das, was passiert, die Faschisierung in der ganzen Welt, die passiert auch, weil sehr viele Leute zu inaktiv sind. Weil sie Angst haben, weil sie sich nicht trauen, weil sie glauben, sie dürfen nichts falsch machen. Ich finde aber, doch, du darfst was falsch machen. Es gibt Menschen, die sind von Rassismus betroffen. Die wissen, wie das ist. Mit denen muss man sprechen. Es gibt Menschen, Frauen, die sind von Sexismus betroffen. Mit denen müssen wir genauso zusammenarbeiten und so weiter. Diese ganzen Themen alle zusammenkommen und dann legen wir los zur Gesellschaft der Vielen.
Und all das, was hier wichtig ist, ist der Dialog, ist das Gespräch zwischen Menschen, über Themen, über Inhalte. Wir müssen alle einladen zum Gespräch und in den Austausch kommen. Also alle Menschen. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass das Allerweltshaus als Ort erhalten bleibt, wo sich viel Zivilgesellschaftliches entwickeln kann. Und das ist wichtig für Köln und darüber hinaus.